Der Boost-Kanal. Und zwar, wie ihr schon sehen könnt, heute mit der neuen Bravo Sport. Und zwar mit der Nummer 22. Sie ist am 9. Oktober herausgekommen, kostet 1,95 Euro. Warum öffne ich das? Natürlich, wie ihr schon sehen könnt, da ist ein Booster dabei. Das klebt, glaube ich, so dran. Macht man sorgfältig ab, ist kein Problem. Und wie ihr hier schon sehen könnt, da ist ja eine limitierte Karte wieder dabei. Und dann schauen wir mal, ob ich auch die limitierte Karte bekomme, die drauf steht. Und öffnen das Päckchen gleich einmal. Das müsste sie sein. Das war die Karte, die umgedreht war. Ansonsten war noch drin Sorg, Stocker, Müller und Klavan. Und das ist meine limitierte Karte. Ja, es ist das drin, was draufsteht. War nicht anders zu erwarten. Limitierte Auflage Elia von Werder Bremen, Wert 8,5 Millionen. Oh, was gibt's noch zu sagen? Schön, gibt es noch 4 Basekarten gratis dazu. Schöne limitierte Auflagenkarte. Jetzt noch zum Heft kurz. Also wie schon gesagt, am 9. kam es raus. Es gibt es noch ein paar Tage, könnt ihr euch gerne holen, wer es nicht schon hat. 1,95. Die Themen, ja, irre Pläne für die Top 11 und so weiter. Also aufs Magazin gehe ich jetzt nicht so ein. Vielleicht hier noch Trikots zu gewinnen, wer mitmachen möchte. Aufs Heft gehe ich jetzt nicht so ein. Wer sich das durchlesen will, soll sich das Heft holen. Poster sind wieder drin, wie halt Bravo Sport aufgebaut ist. Aber eins wollte ich dann noch euch zeigen, nämlich hier. Am 23.10. kommt die neue raus. Und da ist diesmal Schmied limitierte Auflage drin. Bravo Sport zieht es, glaube ich, jetzt 4 oder 5 Hefte lang durch. Immer jeweils ein Booster mit einer limitierten Auflage. Finde ich schön. Wird es auch bei Boost-Kanal geben. Jedes Mal die neue Bravo Sport. Diesmal ein klein bisschen spät. Ich entschuldige mich. Nächstes Mal wird die Bravo Sport ein bisschen früher geöffnet. Okay, genug geredet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Boost-Kanal.